Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video von und mit mir hier auf dem Dave Johnson's Mensa Kanal. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge hier die Videos kommen, aber es ist schon lange her gewesen. Ja, wir haben ja jetzt in so einer Situation, was man vor 2 Jahren nicht gedacht hätte. Hat man, glaube ich, vor 1 Jahr auch schon gesagt. Ja, wir haben ja diese Einschränkungen. Das heißt, man kann nicht mehr online wirklich. Ja, online schon, aber offline kann man so gut wie gar nichts machen. Ja, schön in Geschäften stöbern oder welche anderen Aktionen mitnehmen. Deswegen ist man angewiesen, dass man Sachen zugeschickt bekommt. Ein bisschen hat es gedauert. Ein paar Videos habe ich, glaube ich, schon gedreht. Mit Ankündigung und Comeback und was auch immer. Ja, ich bin ein bisschen da. Andere Kulisse. Bin jetzt hier in meinem Lager, weil was anderes konnte ich nicht machen. Deswegen fangen wir mal an. Direkt bei Amazon bestellt. Machen wir ein paar auf. Machen wir auch mal auf. Ich rutsche wieder in meinem Dialekt zurück. Geholt habe ich mir einmal ein Remake. Eigentlich wollte ich Final Fantasy 7 haben. War nicht verfügbar. Deswegen habe ich mir das Remake von Remastered von Final Fantasy 8. Hatte ich mal für das Super Nintendo irgendwie gehabt. Keine Ahnung. Oder für was System das war. Nee, PlayStation 1 war das doch, oder? Ja, Siegel of Mana ist ja auch so diese Welt von Final Fantasy. Diese Saikon irgendwas. Oh. Ja, ab 12 für die PS4 gibt es glaube ich auch für die Switch. Xbox weiß ich jetzt gar nicht. Das Spiel ist lokal und hier habt ihr die ganzen Untertitel ab 4 GB zu installieren. Square Enix, ja. Leider fast gar nichts mehr zu. Ja. Und habe ich auch eine Weile geguckt und jetzt gab es das für 25 Euro. Auch so ein Update-Version zu einem alten. Was war denn das? Glaube ich, DS-Spiel. Da waren, glaube ich, ein paar weniger Spiele. Aber hier eine Spielesammlung. Ja. 51 Spiele kann man richtig geil im Multiplayer spielen. Hier sind die paar Spiele mit dabei. Oh. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist nur für die Switch verfügbar. Und war echt ein gutes Schnäppchen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich wollte jetzt gerade gucken, ob ich jetzt gerade in der Nähe das andere habe. Und auch ein Spiel, was schon ein bisschen länger da liegt. Davon habe ich schon die PS4-Spiele angefangen. Und zwar habe ich mir Need for Speed Remastered. Das gab es ja günstig mit einmal für 20 Euro oder so. Ja. Hier ist eine Internetverbindung erforderlich, aber das ist halt nur für die ganzen Herausforderungen. Man kann ja Strecken fahren auf Zeit. Und je schneller man die Strecke geschafft hat, oder Rennen oder was auch immer, kann man sich duellieren mit den anderen und online kann man dann auch noch zocken. Braucht man natürlich dann PlayStation Plus und hier bei Xbox Live. Soll ja das beste Spiel, das bestbewertete hier Need for Speed sein, nach Need for Speed Most Wanted 2005. Deswegen hat EA sich ein Upgrade reingeholt. Deswegen, ja, ich habe auch gedacht, die Most Wanted Version ist vielleicht besser. Es gibt jetzt diese Redux Version. Aber inoffiziell. Und hier ist es die offizielle Remastered neben Burnout Paradise. Das Spiel hat nie wirklich Handlung, aber es ist einfach striktes Verfolgung, Raser, Polizei. Kopf und Rosa. Einfach stumpfe Rennen. Aber die Spaß machen. Schön mit fetten Kisten. Mit den ganzen Upgrade-Paketen. Diese Fahrzeuge und dieses Fahrzeug. Gab es ja mal in so einer Download-Version gewisserweise, wo man die Sachen dann zurück. Die musste man. Das musste man mal. Man musste die abdingsen.
Und deswegen konnte man das dann dazu machen. Also man musste halt sich Sachen kaufen im Shop. Und dann konnte man sich die Fahrzeuge ja erspielen gewisserweise. Und konnte dann, ich habe erst gedacht, das sind neue Strecken oder so. Nee, aber das sind einfach nur die Missionen, wo man sich die Fahrzeuge kaufen konnte im Shop. Und hier gibt es alles in einer Version. Ja, das soll es gewesen sein. Ich gebe mir Mühe, noch zeitnah ein paar neue Videos zu machen. Es stehen noch ein paar Collection-Videos an. Ein paar Rebuy kommen auch noch von Rebuy, Medimobs. Ich gebe mir Mühe, dass das alles zeitnah an euch geschickt wird. Per Video on Demand. Ja, das soll es gewesen sein. Ich bin mal wieder da. Mal wieder. Jetzt ist ja wirklich die Zeit dazu. Sagt mir eure Meinung, was ihr für Spiele an den diversen Aktionen geholt habt oder bestellt habt eher. Dieses lässt sich ja leider nicht vermeiden. Ja, das soll es gewesen sein. Viel Spaß mit meinen anderen Videos. Grüße an Galvatrons oder Retro Street, Bendermeister, wen fällt mir jetzt ein? Galvatrons, Levis K1210. Ja, und diverse andere Leute. Jetzt fallen mir jetzt gerade nicht so welche ein, die sonst noch YouTube machen. Ich bin auch selten auf YouTube. Ich bin jetzt eher bei Twitch. Aber die Videos lade ich trotzdem auf YouTube hoch, weil ja, bei Twitch kann man ja nichts hochladen sonst. Das soll es gewesen sein. Ein bisschen Trash Talk wieder. Viel Spaß noch und bis später.